Die Doppelausstellung Pop-up Kranach, Kranachs Luther im Schloss war ein voller Erfolg. Über 6000 Besucher sahen sich die Präsentation über den Sommer an. Einen Anziehungspunkt in der Schau bildete das großformatige Gemälde von Martin Luther. Lukas Kranach der Jüngere schuf das Ölgemälde auf Eichenholz 1546, also im Todesjahr des Reformators. Seit langem ist das Kunstwerk ein schwer kranker Patient. Dringender Handlungsbedarf besteht, soll das Gemälde nicht unwiederbringlich verloren sein. Das ist notwendig, weil die Tafel seit vielen, vielen Jahren ein massives Malschichtproblem zeigt und bis jetzt auch in vorangegangenen Restaurierungen nicht geklärt werden konnte, womit diese Problematik in Zusammenhang steht. Schon äußerlich und ohne Hilfsmittel sind die Schäden deutlich zu sehen. Neben Rissen im Gemälde sind es vor allem große Blasen, die sich über das gesamte Bild verteilt haben. Sollen sie dauerhaft beseitigt werden, muss die Ursache erkannt werden. Mit der Zusage von Mitteln aus dem Projekt der Leuchtturmpartnerschaft der Osper Stiftung beauftragte das Staatliche Museum Schwerin eine Restauratorin und einen Wissenschaftler mit der Ursachenforschung. Professor Hans Portsteffen von der Technischen Hochschule Köln hat ein spezielles Röntgenverfahren entwickelt, um auch den Zustand tieferer Schichten erkunden zu können. Wir benutzen Röntgenstrahlung, die durch das Objekt durchgeht und dann auf eine Speicherplatte trifft. Die Speicherplatte wird dann ausgelesen in einem Laserscanner. Dann haben wir das digitale Bild und können das dann interpretieren. Das ist dieselbe Technik, die auch bei der Humanmedizin oder Tiermedizin verwendet wird, nur das, was wir eben auf Kunstwerke anwenden. Nachdem die Speicherplatte hinter dem querliegenden Lutherbild verstaut war, brachte der Professor die Röntgenröhre in Stellung. Nach dem Auslösen des Gerätes galt es, den Raum unverzüglich zu verlassen. Nach 30 Sekunden war die Aufnahme im Kasten und die Auswertung über den Scanner konnte erfolgen. Für Professor Portsteffen war das nicht das erste Gemälde, das er nach dieser Methode untersuchte. Ich komme also von der Technischen Hochschule Köln, und zwar vom Institut für Restaurierungs- und Konservierungswissenschaft. Dort bilden wir angehende Restauratoren aus im Bachelor- und Masterstudiengang. Meine Spezialisierung ist neben der Gemälderestaurierung eben auch die Röntgenuntersuchung von Kunstwerken. Während der gesamten Aktion fertigte Professor Portsteffen 21 Röntgenaufnahmen an, die er zu einem großen Bild zusammensetzte. Jede einzelne Aufnahme erforderte 26 Megabyte. Alles zusammengenommen hat der Rechner also rund 600 Megabyte zu bewältigen. Das Gesamtbild kann vom Fachmann aber sehr viel besser als die Teilaufnahmen interpretiert werden. Die ganze vorige Woche brachte die Diplom-Restauratorin Linda Schäfer mit dem Gemälde zu. Sie fotografierte das Kranachwerk abschnittsweise und dokumentierte die sichtbaren Schäden. In der Vergrößerung, beispielsweise vom Auge des Reformators, konnte man sehr genau sehen, was für ein begnadeter und detailversessener Maler Kranach war. Unter dem Mikroskop untersuchte Linda Schäfer die oberen Farbschichten. Außerdem nahm sie auch den Bildträger genau unter die Lupe. Alles diente dem Zweck, möglichst viele Informationen zum Schadensbild zu erhalten. Ganz genau. Die Röntgenaufnahme ist noch ein zusätzlicher Teil, noch eine zusätzliche Information. Es gibt auch noch eine Infrarotaufnahme. Ich habe auch noch hier in dem Zeitraum eine UV-Aufnahme, also mit ultraviolettem Licht oder ultravioletter Strahlung geschaut, wie sich das Objekt, wie es aussieht unter UV-Licht. Das alles trage ich jetzt zusammen in einen Bericht zum technischen Befund, zum Erhaltungszustand und einfach schon Überlegungen werde ich dann zusammentragen, wie man vielleicht weiterverfahren kann. Im Staatlichen Museum Schwerin wird der Bericht der Fachleute mit Spannung erwartet. Soll er doch Vorschläge enthalten, wie das Kranach-Gemälde konserviert und gegebenenfalls restauriert werden kann.